Nach zwei harten Corona-Jahren, in denen gerade das gemeinsame Singen nicht erwünscht war, treffen sich die Damen und Herren des Regionalchores Lutherstadt-Eisleben seit März wieder jeden Montagabend zur Probe. Das Ensemble, das seit 2010 besteht, bestritt unter seinem damaligen Chorleiter Joachim Prust erfolgreich große Auftritte. Zum Beispiel zum Tag der Deutschen Einheit, wie hier am 3. Oktober 2011 mit Carmina Burana von Karl Orff im Kloster Helfter oder im Jahr darauf mit den Festzeiten von Karl Löwe in der St. Andreaskirche in Eisleben. Nach einer Erkrankung von Herrn Prust übernahm, damals noch als Student, Robert Vetter aus Halle die Leitung des Regionalchores. Unter ihm, der sein Schulmusikstudium an der Martin-Luther-Universität Halle 2019 im Hauptfach Klavier mit der Note 1 beendete, konnte der Chor sein hohes Niveau behalten und startet nun nach zwei Jahren quasi Stillstand wieder neu durch. Corona war eine schwierige Zeit, wir haben keine Konzerte gegeben, wir haben uns kaum zum Proben getroffen, aber jetzt geht es wieder richtig los und wir haben vor, zum 3. Oktober in Eisleben im Theater, sage ich jetzt mit Absicht, weil wir im Theater auftreten. Wir wollen dort Opernchöre aufführen, unter anderem Lacrimosa von Mozart und suchen dazu noch Mitwirkende. Also wer möchte, das können ganze Chöre sein, das können Einzelpersonen sein, Männer, wir suchen auch vorwiegend Männer. Ja, und würden uns freuen, wenn sich jemand meldet und bei uns mitmacht. Ihr wollt also anknüpfen an die alten guten Zeiten, ich erinnere nur an Carmina Burana oder so. Ja. Die großen Konzerte immer zum 3. Oktober. Das soll also in diesem Jahr auf jeden Fall wieder stattfinden. Jawohl, auf jeden Fall. Wir wissen nicht, ob Corona uns wieder einen Strich durch die Rechnung macht, aber wir planen das und wir haben schon schön angefangen zu proben und es hört sich alles super an. Und wir können jedem nur raten, bei uns mitzumachen. Macht viel Spaß. Immer am ersten Montag des Monats wird für den Auftritt am Tag der Deutschen Einheit im Eisleber Theater geprobt. An diesem Abend stand das Werk »Komm, Holder Lenz« von Josef Haydn aus dem Oratorium »Die Jahreszeiten« auf dem Programm. Das 1801 in Wien uraufgeführte Kunstwerk ist perfekt für einen vierstimmigen Chor, bedeutet aber auch intensive Probenarbeit. Wecke, hierhin, erwecke. 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 Und jetzt einfach mal erwecke die Natur. Siehe. Und erwecke die Natur. Ihr sprecht zu weit vorne. Das ist für eine Aussprache zwar sehr schön, für Deutlichkeit und so weiter, aber wir müssen erstmal den Raum hinten haben. Dann können wir nach vorne die Maske nehmen, sagt man. Da hat das Sopran oben hier die ganze Zeit bla. Schlaf. Dann macht ihr drunter. Muss richtig zwei Akzente haben. Genau. Ohne Sopran haben wir eins und. Erwecke die Natur. Und. Auf See und Sonne des jetzt. Jetzt macht man wirklich mehr Linie. Erwecke die Natur. Grundsätzlich gilt hier auch wieder bei Langtönen ein bisschen Crescendo. Gilt auch zum Beispiel beim Bass. Erwecke die Natur aus hier. Und zwar bitte gleiche Stelle nochmal. Eins und. Erwecke die Natur. Alle ein bisschen heller. Eins und. Schon fühlen wir im Leben.
kommt.